ist ja schon ein langer Weg. Jetzt musst du einfach mal ein ernstes Herz sammeln. Ne? So, so. Ja. Aber einmal. So, danke. Jetzt also noch. Nein, nicht, wirklich nicht. Ich kann mir nicht mehr sagen, als dass ich Sie bitte, dass Sie jetzt aufhören. Das ist so schön. Danke. Nein, hören Sie jetzt auf. Sag mal, ich habe das nicht. Jetzt muss ich den Ober holen und sagen, dass Sie... Hallo, okay, Entschuldigung. Da ist noch ein Gast, hat für Sie eine große Zigarre. Darf er kommen? Nein. Dankeschön. Ja. Harald? Für dich. Er sagt, da müssen Sie sich belobigen selbst. Sie hören, die Leute rufen Bravo und schreien Harald und alles, was und Fernsehstationen. Ihre Frau sagt Ihnen zu Hause noch, du warst sensationell oder was immer. Und was wollen Sie denn noch? Sie können das Publikum nicht mitnehmen, die zu Hause immer noch sitzen und klatschen. Da kommt immer so ein Absturz, als ob Sie dann denken, Sie können es morgen nicht so wiederholen, wie es heute Abend war. Was? Gut am Theater, nicht? Wenn er dann bei uns nicht gespielt hat und man hörte schon, er ist wieder auf Tour, dann hieß es, Harald ist im Haus. Da mussten alle Türen zur Bühne wurden bewacht, weil er wollte dann auf die Bühne. Wenn er volltrocken war, wollte er unbedingt mitspielen. Er gab seinen Alten, obwohl er in dem Stück gar nichts zu tun hatte. Ja, willst du es noch lesen? Komm, gib her. Jetzt hör auf damit. Komm, gib damit. Mir die Zeitung her. Steh die will man nicht. Ich sie nie geschlagen, vielleicht einmal vor der Hochzeit. Bin doch nicht gewalttätig. Dann ist das schlimm. Jeder weiß, dass die Zeitung immer mal frei ist. Wie kann die sowas sagen? Es waren nie 14 Bier. Ich bin tot, mausetot. Verstehst du denn das nicht? Weißt du, dass mir irgendjemand noch irgendwo eine Rolle gibt am Theater? Beim Harald gab es diese innere Nähe. Die Menschen haben, unabhängig davon, dass sie ihn regelmäßig im Fernsehen gesehen haben, irgendetwas mit ihm verbunden. Und wenn er dann plötzlich von sich reden macht, den unangenehmen Zusammenhang, haben sie gesagt, unser Harald, und haben gesagt, na Menschenskinder, und haben irgendwo sich auch reflektiert, und das ist der wirkliche Star. Also deswegen kann ich heute wenige erkennen, die einfach mit den Menschen in irgendeiner Form so verbunden sind, wo die Menschen eine innere Nähe haben, dass sie sagen, ob oben oder unten, wir lieben diesen Menschen, und das ist selten. Ich habe viele hochgekocht, viele Geschichten von mir hochgekocht und habe sicher erreicht, dass mein Name durch die Presse, selbst mit negativen Schlagzeilen, sehr bekannt wurde. Nicht? Also da konnte keiner mehr dran vorbeigehen. Er hat sich auch darauf verlassen, dass das Publikum ihn liebt. Und es liebt ihn ja auch, es liebt ihn noch, mit purem Recht. Also das muss man bewundern, also das ist egal, was er gemacht hat. Und das, auch die Presse, die manchmal einen Riesentitel schrieb über ihn, Schlagzeile, die haben ja gewisse Dinge, waren sie auch wieder fair und haben nicht geschrieben. Das fand ich dann schon wieder. Also er ist ein Mann, ein Schauspieler, Mensch gewesen, der eben geliebt wurde. War und von, sag mal, von leichter Komödie hat spielen können. Der Papagei, ein Film, dann der Hauptmann von Köpenick hier in Berlin. Also er hat ein paar Rollen in seinem, eigentlich wirklich Altersrollen bekommen, auf die er ganz besonders stolz war. Und ich habe ihn ja auch einmal noch in dem Heim besucht, als er schon weitgehend in die Demenz abgedriftet war. Und wenn man von dem Hauptmann von Köpenick anfing zu sprechen oder auch wenn man vom Papagei anfing zu sprechen, da hatte man wirklich das Gefühl, aha, da ist irgendetwas. Verdammt nochmal, wer scheißt denn da so lange? Ich habe hier auch nasse Augen gekriegt, aber nicht kullernde, weil das wäre für das Tier zu viel. Aber für die Bühne war das richtig, aber die Leute haben auch immer gewählt. Ganz große Schauspielerpersönlichkeit gewesen ist. Und ich habe den auch optisch sehr gut vor Augen, wenn ich an Harald Junke denke, nämlich dieses wirklich Grand Seigneur-hafte. Ich sehe ihn auch nicht als den jungen Mann, also ich sehe ihn eigentlich so als den 65-Jährigen, der einfach immer noch eine wahnsinnig gute Attitüde hatte. Also eigentlich den eleganten Grand Seigneur, der die Rolle seines Lebens gefunden hatte, nämlich dieses Harald Junke. Ich wollte Sie bloß um ein Close-up bitten. Um was? Close-up. Sagt er, deswegen werden Sie nie Schwierigkeiten haben. Solange Sie im Kopf da sind und laufen können, werden Sie Theater spielen.
Und deswegen sind so Begriffe wie Legende, soll man mit Vorsicht, also eigentlich sollte man darüber, er war eine Legende, sagen, wenn ich dann tot bin, aber nicht vorher. Erstens wollte er auf der Bühne sterben, glaube ich, aber auch nicht ganz so, sondern er wollte ja zugucken, was die Leute dann machen, hat er mal gesagt. Aber das zur gleichen Zeit, erstens ist er am 1. April gestorben, das ist schon, dann starb mit ihm der Papst und Fürst René von Monaco. Also das war dann schon wieder ganz schlecht. Also das hätte er, glaube ich, nicht gern gehabt. Aber im Endeffekt hätte er dann auch wieder, wenn es ihm, selbst wenn es ihm gewohnt hätte, hätte er auch wieder drüber gelacht. So wie an den Himmel glauben, ich der Meinung bin, dass auch dort eine Art von Kommunikation herrschen muss. Das heißt, dass also Menschen, und wenn es dann auch Engel sind, in irgendeiner Form miteinander auskommt. Und da braucht man so einen wie einen Junkel. Das sind Kommunikatoren. Wenn du mit dem Junkel im Zugabteil sitzt, hast du gewusst, das kann nicht langweilig werden. Wenn du mit dem Junkel in irgendeiner Form im gleichen Raum warst, der Mann hat etwas abgegeben. Eine gewisse Wärme, einen gewissen Humor. Und er hat sich auch nicht lumpen lassen. Der hat nicht in der Ecke gesessen und ins Maul gehalten, sondern ich bin der Harald. Und das ist etwas, was, sagen wir mal, diesen Menschen auszeichnet. Und deswegen habe ich gesagt, also was er auf Erden gehabt hat, wird er wohl im Himmel nicht verlieren. Dankeschön. Meine eigene Nationalhymne, My Way.